Jo, hi, zurück zum Witcher. Wir sind hier, ja, mit Regis auf dem schönen, haben wir uns einen reingesoffen. Jetzt wollen wir noch Alraunenwurzeln sammeln. Warum auch immer, ich lege mal Maske und Handschuhe an. Ach nein, so nicht, sondern so. Hat er mir gerade gegeben. Nur, wo sind sie? Wo ist das Zeug? Hat er mir das irgendwo hingelegt und ich habe es nicht genommen? Klar, Moment. Liegt das hier irgendwo? Ausmachen nicht. Nö. Ja, komm, du willst hier schon noch anziehen. Questgegenstand oder was? Was haben wir denn hier? Was ist das? Wolfsfleisch. Handschuhe zum Aurauen sammeln. Und was haben wir noch? Ja, komm. Eine Maske hat er mir auch noch gegeben. Und wo ist die? Die da? Oder was? Bitte nicht. Nein. So. Das ist doch verarscht, oder? Das sieht ja bestimmt gleich aus wie so ein Schweinchen. Ja, okay, machen wir. Sammle zwei Alraunwurzeln. So, machen wir doch mit Regis. Machen wir alles mit dem, ne? Nur am Quatsch machen mit dem. Kann ich hier lesen? Achso, ich kann lesen, wer da verstorben ist. Achso, ich soll jetzt hier natürlich suchen. Moment. Und kann ich überlesen? Es gab doch auch so ein Finde das Grab von irgendjemandem als Nebenquest. Muss jetzt nicht sein, aber wenn ich hier schon mal rumlaufe, kann ich das doch machen, oder? Mit so einer geilen Maske. War lange für gespart. So, komm, wo ist er denn jetzt in der Regis? Hedgie! So, muss ich wahrscheinlich mit irgendwie Hexersinn, bla bla. Da hinten noch, oder? Ja. So, wo ist der Reggie? Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Regis! Alter, jetzt noch hier irgendwie Versteckspielchen. Verdammt, what wo is steckst going du? on? Ja, Regis, ey, macht wieder Quatsch. Wo ist er? Hm. Alter! Was geht denn jetzt hier ab? Ist das? Doch ein Regis, oder? Fightet er mit? Diese Buchse haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder? Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden Sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich das Sand verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken.
hervorragendes Bouquet entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Ja. Weißt du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Ja, ich wollte gerade sagen, was immer das sein mag. Die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Vielleicht mache ich das wirklich. Lach nicht. Es muss ja nicht heute oder morgen sein. Aber eines Tages will ich wissen, wie es ist, morgens im eigenen Bett aufzuwachen. Hör auf! Du klingst so sentimental, dass mir die Fangzähne schmerzen. Was dann? Schreibst du deine Memoiren wie Rittersporn? Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Absolut, ja. Allerdings. Geile Story. Ah, das hat echt wieder richtig Laune gebracht. Also ich guck mal in den nächsten Sessions oder so, dass ich noch die Nebenquests mache und auch mal gucke, was der Regis mir aufs Nachttischchen gelegt hat. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
gerne nach Hause gehen. Los, los! Oh, Majoran, wäre mein Geist doch so willig wie mein Fleisch. Oh. Ach, Scheiße. Hey! Du erschreckst meine Kinder! Los, lauf! Lauf, Plätze! Sie vergehen. Nicht so schnell, Plätze. Sei gegrüßt, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Fotti. Auf Anweisung unserer lieben verstorbenen Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibili und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Bevor wir etwas in dieser Sache unternehmen, Herr, sollte ich dich informieren, dass du bereits von jemandem erwartet wirst. Wer könnte das sein? Ich bitte um Verzeihung, aber ich weiß es nicht. Unser Gast hat mir keinen Namen genannt. Noch eine letzte Bitte, bevor du dich deinem Besuch widmest. Komm danach zu mir. Ich möchte dir gerne eine Führung durch das Anwesen geben. Was riecht hier so? Du siehst gut aus. Komm, steh da nicht so rum. Ich will eine Umarmung. Was hast du mitgebracht? Einen Garkin aus Angren.
Ich hab ihn erlegt, ganz alleine. Bist du deshalb so plötzlich aus Carreras verschwunden? Ich hatte keine Ahnung, wo du warst. Deine Nachricht war verwirrend. Versuch nicht, mich zu finden. Das hat mich ganz schön umgehauen. Das war blöd von mir. Ich konnte irgendwie nicht atmen in deinem Schatten. Wenn ich geblieben wäre, wäre ich erstickt. Und als ich diesen Auftrag gesehen habe, als ich Angren sah, da wusste ich, dass ich es tun musste. Allein, ohne mein Kindermädchen. Ich bin nicht ein Kindermädchen. Ich glaube an dich. Gefällt dir mein neues Haus? Das ist ein gemütliches Zuhause. Mit sehr viel Potenzial. Ich hab's von der Herzogin als Anzahlung für die Erlegung des Biests bekommen. Ich hab schon mit der Renovierung angefangen. Lass uns rausgehen, dann zeige ich dir alles. Ach, ist das schön hier. Ich könnte für immer bleiben. Was spricht denn dagegen? Eigentlich gar nichts. Ich habe einen Garkin getötet und meinen Lohn abgeholt. Ich habe eine Pause verdient. Ganz recht, Mademoiselle, wie mein Haushofmeister sagen würde. Du hast einen Haushofmeister? Ja. Er heißt Barnabas Basilius, kurz BB, obwohl ich nicht sicher bin, wie er das findet. Er hat dich reingelassen. Ich werde ihn bitten, dir Obst und was zu trinken zu bringen. Und du kannst den Rest des Tages faulenzen. Oh, nichts lieber als das. Ist es, wie du es dir vorgestellt hast, eine Hexerin zu sein? Geralt, ich war ja wohl nicht auf meine Fantasie angewiesen. Denk daran, wir sind ein gutes Stück Wegs gemeinsam gegangen. Geselle und Meister zu sein, sind aber zwei Paar Schuhe. Von der Meisterschaft bin ich noch ziemlich weit entfernt. Aber ich tue, was ich kann. Ich habe ja auch bei den Besten gelernt. Ich habe nur weitergegeben, was bei mir funktioniert. Oder es versucht. Ich meinte Eskel und Lambert. Du bereust deine Wahl also nicht? Gar nicht. Ich tue, was ich immer tun wollte und bin, wer ich immer sein wollte. Das ist eine Definition von Glück, glaube ich. Bis dann, Ciri. Pass auf dich auf.